Morgen um 18 Uhr bringt Sammy seinen neuen Song Freundschaft Plus raus. Checkt dann den ersten Link in der Beschreibung. Ab 0 Uhr könnt ihr das Lied schon auf Spotify hören. Und folgt Sammy auf Instagram. Da hat mir gesagt, ich muss das sagen, weil ansonsten droht er mir mein Nacktbild zu veröffentlichen. Ihr werdet gleich schon im Vlog sehen, was ich meine. Yalla, viel Spaß. Hallo? 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 Ey! Ey! Komm, Walla, du stinkst schon die ganze Zeit. Zieh mal deine Socken, wechsel mal deine Socken, Walla. Ich muss pissen, Bruder. Geh pissen! Guck mal, was im Kopf. Aber Walla, erklär mir mal bitte, warum du mit Jeanshose geschlafen hast. Ja, mach dich schneller fertig, wenn ich aufstehe. Scheiße! Das ist der krasseste Vlog aller Zeiten. Du machst es nicht auf Snapchat. Hast du mir schon erzählt, dass du Lotto gewonnen hast? Woher hat diese krassen Klamotten, Bruder? Soll ich dir nicht erzählen, dass du mir Geld geliehen hast? Smaiko, mein Freund. So sieht ein Selfmade-Millionär aus. Slabberst du, Digga. Guck mal, du hast extra für diesen Vlog deine goldene Ohr ausgezogen, Digga. Warum? Deine dicke Rolli, Alter. Kleiner Kubaner. Ich finde, du bist schon frauenfeindlich so. Warum bist du so, Digga? Ich bin nicht, ich bin leider eine Frau. Okay, ich schränke mir die Frage ein. Hast du schon in diesem Jahr eine Frau geschlagen? Nein. Okay, wir schränken die Frage noch mehr ein, weil es war eine Lüge. Frauenfeindlichkeitstest. Frauen oder deine Katze? Meine Katze. Frauen oder ein Stück Brot belegt mit Käse? Ein Stück Brot belegt mit Käse. Ei. Frauen? Oder der obdachlose Penner, der jeden Tag vor deiner Haustür liegt? Der obdachlose Penner, der jeden Tag vor meiner Tür liegt. Okay, wir haben definitiv festgestellt, dass du nicht frauenfeindlich bist. Normale Antworten. Dankeschön für den Test. Leute, damit ihr wisst, wir haben gerade minus 38 Grad. Push mich auf Insta! Mobbing hat zum Teil dramatische Folgen für die Opfer. Aber kann es wirklich dazu führen, dass jemand Amok läuft? Fühlst du dich? Walla, warst du Pilgern oder was, Alter? Walla, du bist unfickbar, Walla. Du hast gar keinen Charme mehr, Walla. Kackwild, hier, alles. Du bist undissbar, Walla. Ey, ist die Freundschaft Plus eigentlich zwischen uns beiden? Ja, wir haben auch Freundschaft Plus. Ich schwör auf alles. Wollt ihr mal AVK seine Unterhose sehen? Real Life Story. Ich sag euch doch, er ist ein Lehrer von Kopf bis Fußnagel. Das ist eine Unterhose. Gib bitte, Sammy, bitte. Walla, sein sieht aus wie ein Zelt, Walla. Guck mal, mein Unterarm, guck mal. Danke, für, dass du meine Mütze wieder gegeben hast. Die Arme, Digga, ich schwöre, tut mir dick leid. Wow. Ist hier reingekommen, Bruder. Die kommt zu mir, Alter. Ruf die am Fenster, Bruder. Walla. Mach doch die Tür auf, ey. Komm, die ist da drin, die Wespe, bitte mach die Tür auf, ey, Bruder. Wir sind jetzt hier beim Friseur, Jim Carrey Bob. Ist das überhaupt ein Friseur, Bruder? Ja, ich hab kein Geld dabei, ne? Jetzt ist kein Problem. Gar nicht. Gib mal eine Maschine. Ey, ihr wollt mich gerade verunstalten. Nein, wir machen dich schön. Ich will der Kelly ist meistens. Was macht er da eigentlich wieder? Ich bin doch gar kein Rapper, Bruder, oder? Davor, ich war 33 Jahre Friseur. Ey, wem gehört der Laden überhaupt? Ich hab's eigentlich schon abgehört. Ey, erstmal, ich schwöre beim Leben meiner Mutter, ich werde keinen Cent bezahlen. Keiner schneidet deine Haare außer ich. Ey, du machst mir gerade meine Haare. Nein, zeig doch mal, Bruder. Was hast du mein Gehör? Ey, der Wind raucht und schneidet mir die Haare. Das ist richtig. Ja, Bruder, du hast mich gefickt. Ich schlaf raus. Ich schlaf mit dieser Dinge raus. Oder gehen. Ich hab kein Geld dabei. Das ist krass. Keine Polizei. Nein, kein Geld. Er schneidet mir zu Hause weiter, Bruder. Er hat noch zu Hause ein paar Geodreieck und Lineal und Kabel. Das ist der Friseur, was zu mir meint. Der meint so, die haben deinen Kopf gefickt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich so, was ist denn? Das sieht doch gar nicht so schlimm aus, Bruder. Bist du behindert? Sei froh, dass die nicht deine Augen abrasiert haben. Junge, die haben deinen Kopf vergewaltigt und so. Da war ich sauer, Bruder. Ey, ich war voll hilflos, ich konnte nicht. Die kamen zu fünft einfach da und haben mich dann dahin geworfen und einfach geschnitten. Jeden Tag kommen irgendwelche Flüchtlinge zu mir und denken, ich bin Sammy. Okay. Bruder, was filmst du da? Was macht das? Sammy, guck, hast du gehört? Ah, ich dachte, es wäre Sammy. Gerade war Sammy. Ey, Junge, Sammy hier, ja? Guck mal, ich zeig dir Sammy. Ey, das ist krass. Ich hab gerade hier einen Bekannten von Onkel Volker getroffen. Einmal cheese. Wo war die Zahnfee? Die kamen hier, du weißt. Genau meine Zielgruppe. Genau. Das ist schon YouTube-Account, ja, ne? Da ist auch Black Killer 93 oder so, ne? Ey, der ist einfach 23 Jahre auf seinem YouTube-Account. Guck
kommen nächsten. Frankfurt! Wir machen nicht diese Filme, Bruder! Für 85 Euro ein paar Filme. Sammy, sag schon. Warum hast du 85 Euro an Krieg gespendet über PayPal oder sonst was? Er ist schwuler Bastard, das war ja, nicht schwul. Ja, der Schwester gegen Marokkaner, redest du eigentlich mit mir? Ich hab schon MBK, Alter. Auseinandergenommen! Gefall ich dir so? Gefall ich dir? Dann haust du mich kaputt gleich. Wir können öfter zusammen chillen jetzt, Bruder. Weil bei uns gibt's nur Dreistigkeit und Ekelhaft. Das ist gut. Das ist die Zukunft. Bin ich schon ekelhafter geworden? Sag mal ehrlich, hab ich mich gebessert? Ein bisschen, weil ich habe keine Fahrkarte bei dir gefunden. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ich bin ganz ehrlich, ich habe eine Fahrkarte gekauft, wo ein City-Ticket drauf ist. Und siehst du, jetzt können wir schon nicht mehr miteinander chillen, weil du ehrlich bist. Du bist ehrlich. Kauf immer Fahrkarten, ist besser. Ja, aber guck mal. Das ist zweite Kekko ist da. Ja, Mann. Boah, was ein Nerd ist das? Hey, woher kommst du, Bruder? Ich komme aus Bulgarien. Bulgarien, ne? Walla? Ja, ich Walla, Bulgarien. Ich bin da Marokkaner, Bruder. Nein, da sagen viele, ich bin Bulgarien. Walla? Ja. Das ist Chris, ne? Bist du? Ja, ich bin Chris. Aber du hast gesagt, ein Landerler, Bruder. Ja, aber so zum Spaß. Wie heißt du, Bruder, Schwan? Ich heiße Bilal. Hä? Bilal. Bilo? Bilal. Klar, Bruder. Ich bin Moslem. Aber isst du Schwein, oder? Bumm, Moslem. Bruder, isst du Schwein oder nicht? Nein, aber andere YouTuber essen Schwein. Oxcat zum Beispiel. Bruder, muss ich sagen. Weil ja, das ist gesund. Vielleicht mach ich einmal Schweinefleisch-Experiment. Aber das ist Gelatin, weißt du, das ist wie Käse mal da. Ja, ja, ja. Das ist sehr lecker. Ist Schwein mit Käse erlaubt? Ja, Bruder, das ist. Kannst du essen, Bruder, Wallah. Da wären wir jetzt bei der Philosophie von Wittgenstein. Oh, Wallah, Wittgenstein. Wir bezeichnen beispielsweise den Tisch ohne Zustimmung des Tisches selbst. Ist meine Bulgarische ist da, Bruder. Ja, jetzt, ja, jetzt bin ich dir sympathisch. Checko auch. Ach, da kann man was holen. Ja, der ist sympathisch. Oh, hi. Hey, meine lieben Freunde, willkommen zu meinem Bin ich jetzt werbefreundlich? Leute, der Typ hier, der reist immer durch die ganze Welt. Zeig dir mal, was der in der ersten Nacht in seinem Hotelzimmer gefunden hat. Das war dieser Onkel hier. Mann, so ein Hurensohn. Was würdest du machen, wenn du so eine Spinne in deinem Zimmer sehen würdest? Ich feuer dich, nehme ich direkt abgefeuert, Walla. Oder ein Anlauf, gell? Pam! Puh! Was, wenn die vom Aussterben bedroht sind? Dann kann sie ihre Mutter ficken. Leute, ich schwör alles, dieser Typ hat einfach einen Skorpion gegessen, aber natürlich ohne Stacheln und alles. In Thailand war das? Ja. Oh, du Wichser, ich hätte dich da verlassen, Bruder. Da hat dich die Freundschaft gekündigt. Digga, wie du noch so... Oh. Da hast du den ganz gegessen? Ja, am Ende. Es hat einfach die Konsistenz, als würdest du Garnelen mit Schale essen. Ist das eigentlich halal, meinst du? Du bist mein Visum. Du bist mein Aufenthalt, du bist mein Genehmigung. Auf jeden Fall, Leute, wir fahren. Oder wie kommen wir nach McDonald's eigentlich? Folg einfach meinem Bauchnabel. McDonald's, ich sehe McDonald's. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe einen Bleifuß. Gib Gas. Die ganze Nacht habe ich darauf gewartet. Mein Bauchnabel kommt nicht mehr klar. Ah, oh, tut so weh. Mein Bauchnabel zeigt nach McDonald's. Ich klatsch gleich gegen die Scheibe, verdammt. Oh, mit dem Schlittenburger, Alter. Heilige Scheiße, Bruder, los. Halt den Schlitten an, Alter. Halt den Schlitten an, Bruder. Verdammte Scheiße, Mann. Wow, McDonald's. Ja. Heilige Scheiße. Scheiße, ich krieg ein Baby. Es wird ein Chickenburger. Oh mein Gott, verdammt. Kannst du meine Brust anfassen? Bitte fass meine Brust an, damit ich mich beruhigen kann. Oh, verdammt. Oh, ja, ihr seid die Besten. Okay, jetzt lass noch Burger King fahren. Da bock mir auf McDonald's. Kennt ihr das? Ich packe meinen Koffer mit so und so. Ja. Ich in der Schule, weil ich so fett war, mal gespielt. Ich packe Halims Bauchnabel mit. Und einer hat gerade im Auto gefurzt. Ich verspreche, es war der ABK. Ja. Nein. Ich rieche die Chili Cheese Nuggets. McDonald's, ich liebe es. McDonald's. Obwohl es nicht halal ist, ich liebe McDonald's. Deswegen lieber manchmal Burger King. Hauptsache mein Cheeseburger landet in mein Magen. Ich hol mir mein Happy Meal wegen dem Spielzeug, yeah. Denn ach, er ist pädophil, yeah.